Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Kaufberatung für einen 1250€ Gaming-PC für den Monat April 2014. Wie immer könnt ihr diesen PC sowie auch alle anderen PCs meiner Kaufberatung in meinem Online-Shop käuflich erwerben. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und ich kann euch schon versprechen, dieser PC wird auf jeden Fall ein absoluter High-End-PC für 1250€ bekommt man heutzutage wirklich schon einen richtig, richtig krassen Gaming-PC. Und ich will dann auch direkt starten mit der ersten Komponente. Und hier würde ich euch als Mainboard das ASRock Fatality H87 Performance empfehlen. Ausnahmsweise mal ein anderes Mainboard. Ich habe lange hin und her überlegt, welches ich mit reinnehme. Ich habe mich letztendlich für dieses ASRock Mainboard entschieden, weil es eigentlich einfach alles am Start hat, was man benötigt. Das sieht auch noch klasse aus. Hat etwas mehr, eine etwas bessere Ausstattung als vergleichbare Mainboards, die ich vorher schon teilweise empfohlen habe. Und deswegen bin ich jetzt mal auf diese Variante mit dem ASRock Mainboard umgestiegen, weil es auch noch etwas günstiger ist. Man bekommt es für unter 80€. Und es hat, wie gesagt, alles am Start, was man benötigt. PC Express 3.0, 4 USB 3.0 Anschlüsse auf der Rückseite. Dann natürlich auch noch 2 USB 3.0 Anschlüsse oder die Möglichkeit, zwei Front-USB 3.0 Anschlüsse vom Gehäuse dran anzuschließen. SATA 3 Ports, jede Menge, das, was man, wie gesagt, alles benötigt. Auch einen optischen Audioausgang, was für mich ja persönlich immer ganz wichtig ist. Also das Mainboard kann man wirklich absolut empfehlen und für einen Preis von unter 80€ ist es damit auch noch wirklich richtig günstig. Als Prozessor kommt ein Intel-Prozessor zum Einsatz und zwar der Intel Xeon E3 1230 V3 mit 4x3,3 GHz. Bei den Intel Xeon-Prozessoren handelt es sich im Prinzip, also bei diesen Intel Xeon-Prozessoren für den L50-Sockel, handelt es sich im Prinzip um Intel Core i7-Prozessoren ohne integrierte Grafikeinheit. Und diese Tatsache führt einfach dazu, dass man mit einem Intel Xeon extrem viel Geld sparen kann, weil dieses Modell hier kostet etwa 200€, ist damit ungefähr 70 bis 80€ günstiger als ein Intel Core i7, hat aber letztendlich eigentlich die gleiche Leistung, weil die integrierte Grafikeinheit braucht man eh nicht als Gamer, weil man ja eine Grafikkarte am Start hat und von daher kann man da einfach richtig Geld sparen. Mit dem Prozessor habt ihr auf jeden Fall keinen Flaschenhals oder so am Start, was Gaming angeht. Da habt ihr locker genug Leistung für alle möglichen Spiele, auch wenn ihr beispielsweise in die Richtung geht, Spiele aufnehmen, YouTube-Videos produzieren und so, da seid ihr mit diesem Intel Xeon wirklich gut beraten. Unterstützt eben Intel Hyperthreading genauso wie ein Intel Core i7 Prozessor auch. Die nächste Komponente ist dann die Grafikkarte und hier empfehle ich euch eine MSI GTX 87 Ti Gaming Grafikkarte mit 3 GB GDDR5 Speicher. Bei der Grafikkarte ist das jetzt so eine Sache gewesen. Ich muss sagen, bei 1250€ war einfach das Budget da, das Geld für eine GTX 87 Ti auszugeben. Obwohl ich sie sonst vielleicht nicht unbedingt empfehlen würde, wenn man vielleicht noch ein bisschen sparen möchte, sollte man sich vielleicht die R9290X von AMD anschauen, weil die ist wirklich nur minimal schlechter und kostet nochmal deutlich weniger Geld. Aber ich habe das Budget festgesetzt für 1250€ und da haben wir eben Platz für eine GTX 87 Ti und sie ist eben noch etwas besser als eine R9290X und deswegen das hier meine Empfehlung. Die Version von MSI mit dem Twin Frozer Design ist dann dazu auch noch ziemlich leise im Betrieb. Auch wenn es wirklich schwierig ist, diese leistungsstarken Grafikkarten noch angemessen zu kühlen, macht MSI das wirklich gut mit seinem Kühldesign. Also so wirklich laut wird die Grafikkarte auch unter Volllast nicht. Die MSI-Variante der GTX 87 Ti bekommt man ab etwa 580€. Kommen wir als nächstes zum Arbeitsspeicher. Da haben wir eigentlich wie immer den Crucial Ballistic Sport Arbeitsspeicher. Ein 8 GB Kit bestehend aus zwei 4 GB Riegeln mit einer Taktfrequenz von 1600 MHz und CL9 Schaltzeiten. 8 GB sollten eigentlich für die meisten noch ausreichen. 16 GB sind eigentlich nicht unbedingt notwendig. Ich habe zwar auch 16, allerdings selbst wenn ich Videobearbeitung und so mache, lasse ich eigentlich nie die kompletten 8 GB aus. Deswegen sollte das eigentlich für die meisten noch reichen. Und wenn es irgendwann doch nicht mehr ausreichen sollte, kann man sich ja letztendlich dann einfach nochmal zwei 4 GB Riegel dazu kaufen. Und dann hat man einfach ganz easy aufgerüstet auf 16 GB. Also 8 GB reichen eigentlich aktuell immer noch locker aus, deswegen das hier meine Empfehlung. Der Crucial Ballistic Sport ist wirklich ein guter Arbeitsspeicher, ich habe den schon häufiger verbaut und das ist einer der günstigsten, den man bekommen kann. 8 GB für 55€, da kann man wirklich nicht meckern.
Dann kommen wir als nächstes zu den Festplatten. Zum einen haben wir natürlich eine SSD am Start, die darf ja nicht fehlen. Und zwar die Crucial M500 mit einer Kapazität von 240 GB. Da war einfach Platz für in dem Budget von 1250 Euro. Und ich habe auch aufgerüstet auf eine 250 GB Festplatte. Wenn man schon ein paar verschiedene Spiele spielt und die wirklich auf der SSD drauf haben möchte, dann werden 120 GB wirklich schnell knapp. Deswegen mit 240 GB sollte eigentlich kaum einer irgendwelche Probleme oder Schwierigkeiten bekommen. Windows 7 oder Windows allgemein, das Betriebssystem, profitiert natürlich extrem von der SSD, fährt viel schneller hoch und runter und die darauf installierten Spiele laden zum Beispiel auch viel schneller. Also ich kann wirklich einfach jedem eine SSD ans Herz legen, der noch keine hat. Und in so einem High-End-PC darf diese einfach nicht fehlen. Die Crucial M500 ist von der Leistung etwas schlechter als beispielsweise eine Samsung 840 Evo, aber dafür ist sie auch deutlich günstiger. Die 240 GB Variante bekommt man ab ungefähr 90 Euro und das ist wirklich eigentlich schon wenig Geld für 240 GB. Dann benötigen wir natürlich auch noch eine Festplatte für den ganzen Datenspeicher. Hier empfehle ich euch wie immer die Western Digital Caviar Green. Mit 1 TB Kapazität und 64 MB Cache zeichnet sich aus durch eine geringe Wärmeentwicklung, geringe Geräuschentwicklung und eine geringe Leistungsaufnahme, dadurch, dass sie ihre Drehzahl eben immer intelligent der aktuellen Auslastung anpasst. Ich habe mit dieser Festplatte eigentlich noch keine wirklich schlechten Erfahrungen gehabt und kann sie deswegen guten Gewissens an euch weiterempfehlen. Mit einer Seagate Barracuda zum Beispiel würdet ihr aber bestimmt auch nichts falsch machen. Die Festplatte bekommt man ab 45 Euro. Dann benötigen wir natürlich auch noch ein Netzteil, mit dem wir die ganzen Komponenten mit Strom versorgen. Hier würde ich euch für den 1250 Euro Gaming PC das BeQuiet Pure Power L8 CM 630 Watt empfehlen. 630 Watt reichen locker aus, um die ganzen Komponenten mit Strom zu versorgen. 530 würden wahrscheinlich auch reichen, da sollte man auch keine Probleme bekommen. Aber ich bin immer der Meinung, man sollte auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben haben. Zum einen sind die Netzteile dann effizienter, weil die eigentlich ihre höchste Leistungseffizienz, sage ich mal so, bei etwa 50% Auslastung haben und deswegen 630 Watt, damit macht man auf jeden Fall nichts verkehrt. Das Pure Power L8 CM Netzteil ist dazu auch noch halb modular, das heißt, ihr könnt alle nicht benötigten Kabel einfach abnehmen, könnt gutes Kabelmanagement in eurem Gehäuse betreiben und habt da keine unnötigen Kabel irgendwo noch rumfliegen, die den Airflow oder so stören, also das ist auch noch richtig praktisch. Das Netzteil ist dazu auch noch 80+ Bronze zertifiziert, das heißt, ihr habt einen hohen Wirkungsgrad und dementsprechend einen niedrigeren Stromverbrauch. Das Netzteil kostet ungefähr 75 Euro, ist ein bisschen teurer als vielleicht manche andere Modelle, aber dafür hat man auch wirklich Qualität am Start. BeQuiet ist wirklich ein guter Netzteilhersteller und da kann man das Geld dann denke ich, schon investieren. Dann benötigen wir natürlich auch noch ein Gehäuse. Das ist immer Geschmackssache, das sage ich jedes Mal wieder. Da sollte sich jeder das aussuchen, was ihm am besten gefällt. Ich spreche trotzdem eine Empfehlung aus, was aus meiner Sicht ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis hat, und zwar das Zelman Z11 Plus. Das bekommt man ab 50 bis 55 Euro und das ist wirklich ein super Gehäuse für den Preis. Hat 3 Lüfter vorinstalliert, das heißt, da braucht man nichts mehr kaufen. Bietet Aussparungen und so weiter für Kabelmanagement. Es hat einen Platz zum Einbauen einer SSD, das heißt, da braucht man sich nicht noch so einen Adapter, so einen Einbaurahmen kaufen. Und es ist wirklich einfach ein Top-Gehäuse für den Preis. Optisch mag es nicht unbedingt jeden ansprechen, deswegen, wie gesagt, das Gehäuse ist einfach Geschmackssache und da solltet ihr euch sonst einfach für das entscheiden, was euch am besten gefällt. Dann haben wir natürlich auch noch einen CPU-Kühler mit dabei, und zwar den Enermax ETS T40 TB. Habe ich schon oft empfohlen, schon oft eingebaut. Das ist wirklich ein super CPU-Kühler. Geringe Temperaturen, wirklich leise im Betrieb, also den kann ich wirklich aus eigener Erfahrung auch an euch weiterempfehlen. Ist auch nicht so teuer, zwischen 30 und 35 Euro kostet der und das Geld kann man dann wirklich noch in einen extra CPU-Kühler investieren. Als letzte Komponente kommt dann noch der DVD-Brenner. Ich packe ihn immer wieder dazu, einfach um die Sicherheit zu haben, dass man eben eine DVD oder eine CD dann doch einfach einlegen kann und verwenden kann, wenn man dann doch mal eine am Start hat. Einige verzichten vielleicht mittlerweile darauf, kann ich dann auch verstehen, aber ich denke, 10 bis 15 Euro kann man für den noch ausgeben. Ich habe hier einen von LG rausgesucht. Da gibt es aber so viele verschiedene Modelle, da könnt ihr im Prinzip fast jedes von nehmen. Das war's dann, das waren alle Komponenten des 1250 Euro Gaming PCs. Insgesamt landen wir jetzt bei ungefähr
1230 Euro, also noch etwas unter dem Budget. Wenn ihr dann noch ein Betriebssystem benötigt, dann würde ich euch Windows 7 Professional 64-Bit als OEM-Version von eBay empfehlen, also dass ihr das bei eBay kauft. Weil da gibt es das einfach richtig günstig. Ab 35 Euro bekommt man das und deswegen ziehe ich Windows 7 einfach immer noch Windows 8 vor, weil es einfach deutlich günstiger ist. Ansonsten macht man natürlich mit Windows 8 mittlerweile eigentlich auch nicht mehr unbedingt was verkehrt. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ihr wisst, ich beantworte da eigentlich alles. Und das war es sonst eigentlich von mir. Ihr könnt natürlich wie immer diesen PC fertig zusammengebaut in meinem Shop online kaufen. Link dazu, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und das sollen jetzt meine letzten Worte gewesen sein. Ich verabschiede mich jetzt. Haut rein, Leute. Bis dann.